Okay. Ich respektiere jeden mit Prinzipien. Aber meiner Erfahrung nach bringt das nicht viel, wenn der Sturm losbricht. Jupp, das stimmt. Egal. Ich mag zwar politische Diskussionen, aber sie strapazieren meine Geduld. Und ich habe zu arbeiten. Ich habe sie gewarnt. Verschwinden sie, solange sie noch können. Falls das Ihre Rekrutierungsansprache war, ganz schlecht. Ich sehe das so. Nach dem Bombenanschlag hat das Blatt sich gewendet. Die Ark ist jetzt Staatsfeind Nummer 1. Ja, könnte man so sehen. Mhm. Im Moment. Bis dahin, Sergei. Seien Sie vorsichtig da drin, ja? Gerüchte von einer Lachzange mit Kratzern im Lack verschrecken die Touristen. Ja. Wir sehen uns wieder. Der Typ ist mir nicht geheuer, ey. Chicane, stellen Sie mich zu Miller durch. Nachricht weitergeben, durchstellen. Bin ich jetzt Ihr verdammter Sekretär? Jensen. Was hat er für Probleme, ey? Ja, Wichser. Aber Sie müssen für mich über I-Link einen Namen checken. Viktor Matschenko. Ich habe da so ein Gefühl. Okay, aber vergessen Sie Rucker nicht. Wenn er hinter den Anschlägen steckt, ergibt sich der Rest von selbst. Na, ich glaube, wenn, dann sind das Leute innerhalb seiner Gruppierung, die das machen. Gehe ich ganz stark von aus. Macht doch irgendwie mehr Sinn. Also das haben wir schon am Anfang geklärt, ne? Dass es dann irgendwelche Leute gibt, denen das nicht genug ist, denen er zu viele Ideale hat. War jetzt nix. Ob wir noch was haben. Jetzt ist natürlich die Sache. Warum hat jetzt hier die Knarre rausgepackt? Ach, da kann ich wieder zurück, okay. Schon relativ viel Equipment hier, ne? Ach, guck mal hier, Controller. Ja, sehr geil. Und das soll dann die neue Konsole sein, ja? Warum nicht? Schublade, okay, leer. Ja gut, man darf ja auch, glaube ich, nicht so viel erwarten, dass man allzu viele tolle Sachen findet. Da läuft irgendeine Maschine. Ach, da. Das können wir wieder hacken. Machen wir gleich mal. Nachdem ich hier diese. Na komm schon. Was haben wir denn da? Credits. Wie viel? Wahrscheinlich 17, okay. Ich wette, wenn ich hier hinterfalle, komme ich nie wieder raus. Alles, was da drin war und gerade so klirrt, ist jetzt kaputt. Genau, wir haben ein bisschen Terror verbreitet. So. Mal gucken, was wir hier haben. Waffenschrank. Betäubungsgewehr, ja. Okay, sehr schön. Nehme ich alles. Wieder Zeugs zum Hacken. Ah, nein. Da bin ich ran. Sehr schön. Das bringt wieder Knete. Oh. Geht, ne? Also ist wirklich. Sind wir dann jetzt hier feindlich oder nicht? Ja, bin ich jetzt halt am Überlegen, ne? Machen die uns dann gleich platt? Weil wir schon Betäubungsgewehr und sowas finden. Na, wahrscheinlich noch nicht, gehe ich mal von aus, ne? Bis sie dann feststellen, dass wir Rucker mitnehmen wollen. Ich glaube auch nicht, dass er freiwillig mitkommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte einer, der so eine riesige Organisation hier hat, dann sagen, ja klar, ich komme da mit zu eurem Verhör irgendwo am Ärmel der Welt aus meinem sicheren Gebiet raus, wo ich halt angreifbar bin für meine Gegner. Weil er ist das Gesicht der Ark. Und wenn das wegfällt, wenn man der Schlange den Kopf abschlägt, dann gibt's Chaos. Und das ist, glaube ich, nicht in seinem Sinne. Ja, wahrscheinlich nicht. So. Speichern. Haben wir hier noch
Okay, hinten irgendwas. Das ist irgendeine also irgendein Suchscheinwerfer war da eben zu sehen. Haben wir denn hier? Ach, Stufe 1, das können wir doch mal so. Aber enthüllen wir erstmal, weil. Ich wollte gerade sagen. Ne? Oh, Stufe 3. Da haben wir hier das und das. So. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. So, war der falsche Weg natürlich, ne? Hätten wir andersrum gehen können. So. Da denkt man erst der kurze Weg, aber dadurch, dass nur 2-1 ist, hätte der längere Weg dann auch Sinn gemacht, wobei er eigentlich gar nicht länger war. Sah nur so aus. Da ist irgendwas. Aber da gucken wir mal. So. Tesla-Patron, okay. Und TS-Munition. Ups, sehr gutes Zeugs. Da durch? Ein geheimer Waffenschrank. Ah, okay. Schrotmunition, EMP-Granate. Ich denke mal, das wird nicht unbedingt unnütz sein, ne? Gerade die EMP-Granate. So. Aber hier komme ich nicht durch. Also es ist jetzt kein Sperrgebiet, ne? Aber so richtig sicher ist eigentlich, wenn ich jetzt... Rausgehen kurz, ne? Nochmal. Sehr schön. Da könnte man jetzt fast schon unten drunter durch. Dann machen wir nur den kompletten Zaun aus, ne? So. Sehr gut. Gibt ja auch immerhin Erfahrungspunkte. Ich weiß bloß nicht, warum man hier hinten... Aber irgendwie muss man da reinkommen, ne? Was ist das da hinten dann? Ich gucke erstmal hier weiter, aber eigentlich soll ich ja hier weitergehen, aber... jetzt will ich doch wissen, was das ist. Ich gucke da jetzt hin. Ich gucke da jetzt hin. Ich bin einfach zu neugierig, stelle ich fest. So. Ach, da komme ich irgendwo rein, oder was? Jetzt hier hin. Oh, Wasserspeicher. Sehr geil. Was wäre dann jetzt ein anderer Weg, damit man diesen Netz aus dem Weg geht? Wenn man diesen Skill, den wir haben, halt nicht hat, wäre es natürlich halt sinnvoller, ne? Ist ja klar. Geil. Was dahinter? Ich muss sagen, also dieses Ambiente, was dieses Spiel ausstrahlt, ne, diese Atmosphäre, super geil, bedrückend und halt reißt einen so mit, wo man sich halt wirklich so reinversetzt fühlt. Sehr, sehr gut. Richtig geil. Aber das haben die... Haben die Vorgänger auch schon geschafft. Also das Spiel oder die vorigen Teile hatten es auch immer drauf, einen irgendwie so mit in den Bann zu ziehen und halt mit auf diese Reise, dieses Abenteuer zu nehmen, wenn man das halt mal so ein bisschen umschweifender so ausdrücken möchte. So. Und ich soll da oben hin, okay. Aber hier unten geht es anscheinend auch lang. Ist hier denn irgendwas? Mal gucken, ne? Vielleicht ist ja noch ein Praxiskit versteckt oder so. Das heutige Hauptthema sind natürlich die Nachwirkungen des beklagenswerten Terroranschlags auf den Rusika-Bahnhof in Berg. Nee, da kann man nicht in unsichtbare Mauer. Seitens der Medien. Okay. Kurz scannen.
Ist nichts drunter oder so. Einfach mal so ein bisschen nachgucken, ne? Man weiß ja nicht, wo hier vielleicht irgendwas versteckt ist. Unberechtigte Durchsuchungen, willkürliche Verhaftungen und als Verhöre getarnte brutale Gewalt. Wie immer. Cops. Das ist ein bisschen chaotisch, ne? So eine Wohneinheit, die hier abgestürzt ist. War praktisch alles sehr modular aufgebaut. Aber ist ja auch sinnvoll an sich. Knarre. Aber irgendjemand hat sich das hier umfunktioniert, ne? Hat das Bett richtig hingelegt und lebt jetzt hier, so wie es aussieht. Aber das ist keine Entschuldigung für die Misshandlung. Aber hat nichts in den Containern drin. Ach, das ist doof. Wir verlangen, dass die Mitglieder der Staatspolizei und ihre zivilen Vorgesetzten dieses Verhalten umgehend einstellen. Na, die werden das nicht einstellen. Ehre. Welch schöne Vorstellung, dass sowas mit Ehre gemacht wird. So. Also hier kann man irgendwo hochklettern, okay. Interessant. Ich muss nach da oben, ne? Schnell mal heilen. Noch ein Waffenkoffer. Also hier gibt es viele Waffenkoffer, ne? Okay. Seien Sie höflich zur Polizei. Kooperieren Sie. Übergriffe sollten nicht eskalieren, sondern der Arsch gemeldet werden. Verantwortlichen nach der. Aber ich glaube nicht, dass das was bringt, wenn sie das großartig melden die ganze Zeit. Ja, was soll es halt bringen, ne? Die werden weiterhin die Leute so schlecht behandeln, wie sie das die ganze Zeit über gemacht haben. Aber trotzdem bitte ich Sie. So, mal gucken, ob wir jetzt wieder zurücklaufen können. Auf tiefste Finsternis folgt hinten das strahlende Licht. Ja, schöne Vorstellung. So. Ach, schon echt cool, ey. So, sehr schön. Hups, ne? Hallo. So. Jetzt muss ich nochmal weiter hoch. Das klappt aber, glaube ich. Ja. Wir können ja Rohre klettern, das ist sehr gut. Oh. Ja. Speichern wir hier und gehen einmal dann durch die Tür. Mal gucken, ob. Vielleicht geht's ja auch nicht, ne? Dass wir dann wirklich diesen Weg einschlagen müssen. Wir werden es ja gleich wissen. Katalin, die volle Kanne. Oder wir kommen an derselben Stelle raus. Naja, wir sind eins da drüber. Okay, das ist dann, wenn man nicht hacken kann oder sowas, dann muss man das halt auf diese Art und Weise machen. Das ist selbst für uns zu hoch, weshalb wir dann das Multitool einsetzen müssen. Aber wir haben ja genug gefunden. Wir können auch genug herstellen, das passt schon. Also, aber zumindest uns begrüßen tut man hier nicht großartig, ne? Kein gutes Gefühl. Ja gut, da hinten werden wir dann trotzdem nochmal hin. Weil irgendwas muss da ja sein, wenn man da hochklettern kann. Ich sehe jetzt auch nicht, dass man hier weiter kann, ne? Warum kann ich hier jetzt nicht... Sehr ulkig. Interessant. Also, ah doch hier, muss man das Schloss kaputt machen anscheinend. Ah, das ist der nächste Fahrstuhl. So, auf. Wie viele Gewehre? Ich glaube, wir nehmen gerade alle Gewehre mit, die hier haben. Mhm. Die werden ja auch nicht so glücklich sein, wenn wir das machen. Wenn das einer rausfindet. Ei, 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 ei. Okay.
raufklettern? Ach so, kann ich mich auch oben draufstellen dann praktisch, okay. Mhm. Kann ich hier... Oh, guck mal, hier. Sehr schön. Machen wir das doch auf diesem Weg. Boah, die mir nicht klettern. So. Okay, hier gibt es auch eine Leiter. Jetzt hat er seinen Mantel aus. Ich frage mich dann gerade, wo hat er seinen Mantel hin, ne? War Blut. Nicht wenig. Okay. Ach, dann kann ich hier diese Plattform bewegen. Sehr cool.